kostbare Blut Jesu Christi, gerechtfertigt umsonst durch seine Gnade durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, ihn hat Gott als Sühneopfer durch den Glauben an sein Blut eingesetzt. Um seine Gerechtigkeit zu erweisen, indem er die Sünden, die früher begangen wurden, durch Gottes Geduld vergab, um, sage ich, seine Gerechtigkeit in dieser Zeit zu erweisen. Damit er gerecht sei und den Rechtfertige, der an Jesus glaubt. Römer 3:24-26. Und als sie aßen, nahm Jesus das Brot, segnete es, brach es, gab es den Jüngern und sprach: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den und sprach: Trinkt alle daraus, das ist mein Blut des Neuen Testaments, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Matthäus 26:26-28. Und als sie aßen, nahm Jesus das Brot, segnete es, brach es, gab es ihnen und sprach: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut des Neuen Testaments, das für viele vergossen wird. Markus 14:22-24. Und er nahm das Brot, dankte und brach es, gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Lukas 22:19-20. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben, und ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise, und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Johannes 6:53-56. Darum bezeuge ich euch heute, dass ich rein bin vom Blut aller Menschen. Denn ich habe mich nicht gescheut, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkünden. Gebt also Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu weiden, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Apostelgeschichte 20:26-28. Um wie viel mehr werden wir nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, durch ihn vor dem Zorn gerettet werden? Römer 5:9 ist der Kelch des Segens, den wir segnen, nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Ist das Brot, das wir brechen, nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? 1. Korinther 10:16. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig von diesem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, der macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. 1. Korinther 11:25-27. Hat uns vorher bestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, Epheser 1:5-7. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die einst fern waren, nahe geworden durch das Blut Christi,
Epheser 2,13. Sag dem Vater Dank, der uns fähig gemacht hat zum Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Kolosser 1,12-14. Und indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz, versöhnte er alle Dinge mit sich. Durch ihn, sage ich, seien es Dinge auf der Erde oder Dinge im Himmel. Kolosser 1,20. Weil nun die Kinder Fleisch und Blut haben, hat auch er in gleicher Weise Fleisch und Blut angenommen, damit er durch seinen Tod den außer Gefecht setzte, der die Macht des Todes hatte. Nämlich den Teufel, Hebräer 2,14. Er neunte. Dann hatte der erste Bund auch Verordnungen für den Gottesdienst und ein weltliches Heiligtum. Denn es wurde eine Stiftshütte errichtet, die erste, in der sich der Leuchter, der Tisch und die Schaubrote befanden. Diese wird das Heiligtum genannt. Und hinter dem zweiten Vorhang die Stiftshütte, die das Allerheiligste genannt wird. In dieser befand sich das goldene Räuchergefäß und die Bundeslade, die ringsum mit Gold überzogen war, in der sich der goldene Krug mit dem Manna befand, und Aarons Stab, der Knospen trieb. Und die Tafeln des Bundes, und darüber die Cherubim der Herrlichkeit, die den Gnadenstuhl überschatteten, von denen wir jetzt nicht im Einzelnen sprechen können. Als diese Dinge so angeordnet waren, gingen die Priester immer in die erste Stiftshütte und verrichteten den Gottesdienst. In das zweite aber ging der Hohepriester jedes Jahr einmal allein, nicht ohne Blut, das er für sich selbst und für die Verfehlungen des Volkes opferte. Der Heilige Geist deutete damit an, dass der Weg zum Allerheiligsten noch nicht offenbart war, während die erste Stiftshütte noch stand. Diese war ein Sinnbild für die damalige Zeit, in der sowohl Gaben als auch Opfer dargebracht wurden, die den Diener hinsichtlich des Gewissens jedoch nicht vollkommen machen konnten. Sie bestand nur in Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen und fleischlichen Verordnungen, die ihnen bis zur Zeit der Reformation auferlegt wurden. Christus aber ist gekommen als Hohepriester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung für uns erworben. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Asche einer jungen Kuh, die auf die Unreinen gesprengt wird, heiligt und das Fleisch reinigt, wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst durch den ewigen Geist Gott als makelloses Opfer dargebracht hat, euer Gewissen von toten Werken reinigen, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Und darum ist er auch der Mittler des Neuen Testaments, damit durch seinen Tod die Berufenen zur Erlösung der Übertretungen, die unter dem ersten Testament waren, das verheißene ewige Erbe empfangen. Denn wo ein Testament ist, da muss auch der Tod des Testamentsvollstreckers sein. Denn ein Testament ist erst nach dem Tod gültig. Andernfalls ist es zu Lebzeiten des Erblassers wirkungslos. Daher wurde auch das erste Testament nicht ohne Blut geweiht. Denn nachdem Moses dem ganzen Volk alle Vorschriften nach dem Gesetz verkündet hatte, nahm er das Blut von Kälbern und Ziegen mit Wasser, Scharlachwolle und Isop und besprengte damit das Buch und das ganze Volk und sagte, dies ist das Blut des Testaments, das Gott euch auferlegt hat. Dem besprengte er die Stiftshütte und alle Geräte des Dienstes mit Blut. Und fast alle Dinge werden durch das Gesetz mit Blut gereinigt, und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung.
Daher war es notwendig, dass die Vorbilder der Dinge im Himmel mit diesen gereinigt wurden, die himmlischen Dinge selbst aber mit besseren Opfern als diesen. Denn Christus ist nicht in die mit Händen gemachten heiligen Stätten eingegangen, die Abbilder des Wahren sind, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Auch nicht, dass er sich oft opfern sollte, wie der Hohepriester jedes Jahr mit fremdem Blut in das Heiligtum geht. Denn sonst hätte er oft leiden müssen seit Grundlegung der Welt. Jetzt aber ist er einmal am Ende der Welt erschienen, um durch sein Opfer die Sünde wegzunehmen. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. So wurde Christus einmal geopfert, um die Sünden vieler zu tragen. Und denen, die auf ihn warten, wird er zum zweiten Mal ohne Sünde zur Erlösung erscheinen. Denn es ist unmöglich, dass das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnimmt. Hebräer 10:4. Da wir nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben, in das Heiligtum einzutreten, Hebräer 10:19. Viel härterer Strafe, meint ihr, wird der verdient werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für unheilig erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Hebräer 10:29. Und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das von Abel. Hebräer 12:24. Denn die Leiber jener Tiere, deren Blut vom Hohenpriester für die Sünde ins Heiligtum gebracht wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Hebräer 13:11-12. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch vollkommen in jedem guten Werk zu tun seinen Willen und schaffe in euch, was ihm gefällt, durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hebräer 13:20-21. Auserwählt nach der Vorsehung Gottes, des Vaters. Durch Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede sei euch vermehrt. 1. Petrus 1:2. Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, erlöst worden seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem kostbaren Blut Christi. Als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. 1. Petrus 1:18-19. Wenn wir aber im Licht leben, so wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut seines Sohnes Jesus macht uns rein von aller Sünde. 1. Johannes 1:7. Er ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus, nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis ablegt, weil der Geist die Wahrheit ist. Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf Erden, der Geist und das Wasser und das Blut. Und diese drei stimmen überein. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, ist das Zeugnis Gottes größer, denn dies ist das Zeugnis Gottes, das er von seinem Sohn abgelegt hat. 1. Johannes 5:6-9. Und von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist und der Erstgeborene von den Toten und der Fürst der Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt und uns von unseren Sünden in seinem eigenen Blut gewaschen und uns zu Königen und Priestern für Gott und seinen Vater gemacht hat.
Ihm sei Herrlichkeit und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Offenbarung 1:5-6. Sie sangen ein neues Lied und sprachen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Offenbarung 5:9. Und ich sprach zu ihm: Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind es, die aus der großen Trübsal gekommen sind und ihre Gewänder gewaschen und sie im Blut des Lammes weiß gemacht haben. Offenbarung 7:14. Und sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Offenbarung 12:11. Und ich sah den Himmel geöffnet. Und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig, und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt waren viele Kronen, und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte außer ihm selbst. Und er war bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht war, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgten ihm auf weißen Pferden, gekleidet in feines Leinen, weiß und rein. Offenbarung 19:11-14. Lasst uns fest auf das Blut Christi blicken und sehen, wie kostbar sein Blut in den Augen Gottes ist. Es wurde zu unserer Erlösung vergossen und hat der ganzen Welt die Gnade der Buße verschafft. 1. Brief des Clemens an die Korinther 4:5. Und sie gaben ihr außerdem ein Zeichen. Sie sollte einen scharlachroten Strick aus ihrem Haus hängen und ihn damit zusammenbinden. Damit durch das Blut unseres Herrn alle erlöst würden, die an Gott glauben und auf ihn hoffen. Ihr seht, Geliebte, dass in dieser Frau nicht nur Glaube, sondern auch Prophetie war. 1. Brief des Clemens an die Korinther 6:10. Lasst uns unseren Herrn Jesus Christus verehren, dessen Blut für uns gegeben wurde. 1. Brief des Clemens an die Korinther 10:6. Durch Nächstenliebe hat der Herr uns mit sich verbunden, während unser Herr Jesus Christus aus Liebe zu uns durch den Willen Gottes sein eigenes Blut für uns gab, sein Fleisch für unser Fleisch, seine Seele für unsere Seelen. 1. Brief des Clemens an die Korinther 21:7. Aus diesem Grund hat unser Herr seinen Körper der Vernichtung preisgegeben, damit wir durch die Vergebung unserer Sünden geheiligt werden, das heißt durch die Besprengung mit seinem Blut. Denn so spricht die Schrift: Er wurde für unsere Übertretungen verwundet. Er wurde für unsere Sünden zerschlagen, und durch sein Blut sind wir geheilt. Er wurde wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt und wie ein Schaf vor seinen Scherern verstummt. So öffnete er seinen Mund nicht. Allgemeiner Brief des Barnabas 4:1,3. Wie ihr, als Jünger Gottes, durch das Blut Christi angespornt, das Werk, das euch angeboren war, vollkommen vollbracht habt. Der Brief des Ignatius an die Epheser 1:3. Ignatius, der auch Theophorus genannt wird, an die heilige Gemeinde in Tralles in Asien. Geliebte von Gott, dem Vater Jesu Christi, auserwählt und gotteswürdig. Die Frieden haben durch Fleisch und Blut und das Leiden Jesu Christi unsere Hoffnung auf die Auferstehung, die durch ihn kommt, die ich auch in ihrer Fülle begrüße. Indem ich in der apostolischen Eigenschaft fortfahre und ihr alle Freude und Glück wünsche. Der Brief des Ignatius an die Trallianer 1:1. Deshalb zieht Sanftmut an und erneuert euch im Glauben. Das heißt im Fleisch des Herrn und in der Liebe, das heißt im Blut Jesu Christi.
Der Brief des Ignatius an die Trallianer 2:7. Ich begehre das Brot Gottes, das Fleisch Jesu Christi. Aus dem Samen Davids und der Trank, nach dem ich mich sehne, ist sein Blut, das unvergängliche Liebe ist. Der Brief des Ignatius an die Römer 3:5. Ignatius, der auch Theophorus genannt wird. An die Gemeinde Gottes des Vaters und unseres Herrn Jesus Christus, die in Philadelphia in Asien ist, die Erbarmen gefunden hat. Fest gegründet ist in der Eintracht Gottes und sich immerdar freut über das Leiden unseres Herrn und durch seine Auferstehung in aller Barmherzigkeit erfüllt wird. Die ich auch im Blut Jesu Christi grüße, das unsere ewige und unbefleckte Freude ist. Besonders wenn sie in Einigkeit mit dem Bischof und den mit ihm verbundenen Ältesten und den nach dem Willen Jesu Christi ernannten Diakonen sind. Der nach seinem eigenen Willen in aller Festigkeit durch seinen Heiligen Geist eingesetzt hat. Denn es gibt nur ein Fleisch unseres Herrn Jesus Christus. Und einen Kelch in der Einheit seines Blutes, einen Altar, der Brief des Ignatius an die Philadelphianer 1:1, 11. Denn ich habe gesehen, dass ihr in einem unerschütterlichen Glauben feststeht, als ob ihr an das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus genagelt worden wäret, sowohl im Fleisch als auch im Geist. Und in der Liebe durch das Blut Christi gefestigt seid, und ihr seid völlig überzeugt von den Dingen, die sich auf unseren Herrn beziehen. Der Brief des Ignatius an die Smyrner 1:3. Kein Mensch täusche sich selbst, weder die Dinge im Himmel noch die herrlichen Engel und Fürsten, ob sichtbar oder unsichtbar, wenn sie nicht an das Blut Christi glauben. Wird es ihnen zur Verdammnis führen? Der Brief des Ignatius an die Smyrner 2:12. Ich grüße Ihren sehr würdigen Bischof und Ihr ehrwürdiges Presbyterium und Ihre Diakone, meine Mitdiener. Und Sie alle im Allgemeinen und jeden Einzelnen im Besonderen, im Namen Jesu Christi und in seinem Fleisch und Blut, in seiner Passion und Auferstehung sowohl fleischlich als auch geistig. Und in der Einheit Gottes mit euch. Der Brief des Ignatius an die Smyrner 3:22. Ihm sind alle Dinge unterworfen, die im Himmel und die auf Erden sind, den jedes lebende Geschöpf anbeten wird. Der Richter der Lebenden und der Toten sein wird, dessen Blut Gott von denen fordern wird, die an ihn glauben. Der Brief des Polycarp an die Philipper 1:7. Wer aber seine Gebote nicht hält, der flieht vor seinem Leben und widersetzt sich ihm. Und wer seinen Geboten nicht folgt, der wird sich dem Tode ausliefern, und jeder wird seines eigenen Blutes schuldig sein. Das dritte Buch des Hermas 10:13. Sie überlegten also miteinander, ob sie hingehen und Pilatus dies alles verkünden sollten. Und während sie noch darüber nachdachten, sah man wieder, wie sich der Himmel öffnete und ein gewisser Mann herabstieg und in das Grab hineinging. Als der Hauptmann und die, die bei ihm waren, dies sahen, eilten sie in der Nacht zu Pilatus, verließen das Grab, das sie bewachten, und erzählten alles, was sie gesehen hatten, waren sehr betrübt und sagten, wahrhaftig, er war Gottes Sohn. Pilatus antwortete und sagte, ich bin rein vom Blut des Sohnes Gottes, aber ihr habt dies bestimmt. Da traten sie alle näher und baten ihn, dem Hauptmann und den Soldaten zu befehlen, nichts von dem zu sagen, was sie gesehen hatten. Denn es ist besser, sagen sie, dass wir der größten Sünde vor Gott schuldig sind und nicht in die Hände des jüdischen Volkes fallen und gesteinigt werden. Pilatus befahl daher dem Hauptmann und den Soldaten, nichts zu sagen. Das verlorene Evangelium nach Petrus 1:11. Da erging das Wort Gottes an Adam und sprach zu ihm, O Adam,
Wie du dein Blut vergossen hast, so werde auch ich mein eigenes Blut vergießen, wenn ich Fleisch von deinem Samen werde. Und wie du gestorben bist, o Adam, so werde auch ich sterben. Und wie du einen Altar gebaut hast, so werde auch ich dir einen Altar auf der Erde errichten. Und wie du dein Blut darauf geopfert hast, so werde auch ich mein Blut auf einem Altar auf der Erde opfern. Und wie du durch dieses Blut um Vergebung gebeten hast, so werde auch ich mein Blut zur Vergebung der Sünden machen und die Übertretungen darin auslöschen. Das erste Buch von Adam und Eva 24:4-5. Was das Wasser des Lebens betrifft, das du suchst, so wird es dir heute nicht gewährt werden, sondern an dem Tag, an dem ich mein Blut auf dein Haupt im Land Golgatha vergießen werde. Denn mein Blut wird zu dieser Zeit das Wasser des Lebens für dich sein, und nicht nur für dich, sondern für alle deine Nachkommen, die an mich glauben werden. Ihnen soll es für immer zur Ruhe dienen. Das erste Buch von Adam und Eva 42:7-8. Gott sagte weiter zu Adam, so wird es auch mir auf der Erde ergehen. Wenn ich durchbohrt werde und Blut und Wasser aus meiner Seite fließen und über meinen Körper laufen wird, was das wahre Opfer ist und das auf dem Altar als vollkommenes Opfer dargebracht werden wird. Das erste Buch von Adam und Eva 69:6.